Tatsächlich ist fraglich, ob die Reformen dem Land helfen. Denn Griechenland hat kein Geschäftsmodell, wie es wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen will. Kurzfristig hilft ein neuer Kredit natürlich erstmal wieder über die Runden. Aber auf die Dauer ist es keine Lösung, weil das Land halt nicht wettbewerbsfähig ist. Unterdessen läuft die eigentliche Rettungsaktion woanders bereits auf Volldampf. Die Europäische Zentralbank erhöhte heute die Notkredite für griechische Banken noch einmal auf knapp 89 Milliarden Euro, wie es aus Notenbankkreisen hieß. Seit Monaten verschafft der EZB-Rat der griechischen Notenbank somit frisches Geld, das diese an die Geschäftsbanken auszahlt. Ohne diese Geldspritze würden die Banken sofort zusammenbrechen, denn die Kunden heben immer mehr Bargeld ab und horten es lieber zu Hause. Doch die Zahl der Gegner dieser Notkredite wird im EZB-Rat immer größer. Denn die Notenbank darf die Hilfen eigentlich nur zum kurzfristigen Gebrauch an Banken auszahlen, die sie generell für zahlungsfähig hält. Die Notkredite laufen jetzt aber seit Monaten. Ob die griechischen Banken wirklich noch zahlungsfähig sind, ist fraglich. Das Verhalten der EZB also hochriskant. Was die EZB im Augenblick im Rahmen der Notkredite für die griechischen Banken macht, sehr stark am Rande der Liquidität, am Rande ihres Mandates. Und je mehr sie diese Politik weitermacht, umso mehr wird letztlich der Schuldenberg aufgebaut, den dann alle europäischen Bürger bezahlen müssen. Andere Kritiker sehen das noch schärfer. Was in Griechenland passiert, ist nach meiner Einschätzung eine Konkursverschleppung. Im privaten Bereich wäre das strafbar, aber Zentralbanken dürfen das machen. Die EZB im Dilemma. Ausgerechnet die Institution, die alles getan hat, um den Euro zu retten, will nicht diejenige sein, die Griechenland aus dem Euro katapultiert. So laufen die Notkredite also weiter, auch wenn sie das Griechenland-Drama nicht lösen.